Ich glaube, es ist bei dieser Entwicklung eines immer unabdingbar, für eine Gewerkschaft zumindest. Bei all diesen Entwicklungen muss der Mensch im Mittelpunkt stehen. Aber wenn wir die Sache gemeinsam angehen, dann werden wir einen digitalen öffentlichen Dienst in Zukunft haben, der zukunftsfähig ist und gleichzeitig fair zu allen, die mitwirken. Österreich ist sehr gut unterwegs, sowohl jetzt mit dem Humankapital, also den Menschen, die diese Technologie bedienen können, als auch mit der Verbindung, der technischen Verbindung, die Integration der Technologie und aber auch den digitalen öffentlichen Dienst. Es gibt ja so Buzzwords in der Digitalisierung, so Sätze, die man dauernd hört, die einen schon zu den Ohren rausstauben. Und da gibt es zum Beispiel so einen, der heißt, die Zukunft ist digital. Stimmt halt, ne? Aber wir sagen halt immer, die Zukunft ist digital, aber ob es eine gute wird, das liegt an uns. Und da habe ich große Hoffnung. Wir tendieren dazu, die Bedeutung einer Technologie kurzfristig zu überschätzen, und wir unterschätzen, was das langfristig erzeugt. Nämlich erstens, diese Maschinen erzeugen ungeheure Möglichkeiten, und zweitens, sie erzeugen ungeheure Gefahren.